Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir wollen ein bisschen was für unser Curlquappen-Abzeichen machen. Da schauen wir hier mal bei den Challenges, bei den Herausforderungen und unter Welt. Kaulquappe, Bogenschießen. Bestehe an einem Prüfungsterminal die theoretische Prüfung in Bogenschießen. Lege die Schussprüfung für Pfadfinderpioniere ab oder repariere eine Armbrust. Okay, das werden wir tun. Dreimal sollen wir eine reparieren. Oder töte Gegner mit einer Armbrust. Das werden wir schaffen. Das werden wir schaffen. Das haben wir sogar schon geschafft. Das wären dann 3 Armbrustbolzen hergestellt. Und 4... Nee, doch, wir müssen alle machen. Nicht oder, sondern und. Die müssen wir alle machen. Okay, das mit dem Prüfungsterminal, das müssen wir wahrscheinlich dann öfter mal machen. Ich tippe mal drauf, dass wir dann auch da irgendwo unser Camp aufschlagen lassen werden, wenn wir das mal machen wollen. Hier haben wir noch die Insektenkunde. Vielleicht ist das greifbarer, was man da so machen kann. Bestehe an einem Prüfungsterminal natürlich die theoretische Prüfung in Insektenheilkunde. Beschaffe einen Mottenmannflügel. Oh, da waren wir kurz davor schon. Schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Bienenschwarms. Das könnten wir machen. Und ein Foto einer Bleifliege hätten wir schon längst machen können. Nun gut, die anderen Sachen sind alle noch in weiter Ferne hier, wie man sieht. Nicht mehr. Das wären alles für die Kaulquappe erstmal, die Sachen. Aber das ist eigentlich eine schöne Sache. Ist nur schwer zu finden, wie ich finde hier. Aber ich glaube, im Terminal bei uns, ach Quatsch, im Pip-Boy werden wir das wohl auch haben. Wir aktivieren mal das Bogenschießen und die Insektenheilkunde. Naja, dann haben wir wieder so viel offen. Medizin, was ist das? Bestehe an einem Prüfungsterminal natürlich die theoretische Prüfung in Medizin. Stelle Antibiotika her, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Und stelle Heilmittel her, das sollten wir auch hinbekommen. Stelle die Heilsalbe her, sollten wir ebenfalls hinbekommen. Das müsste eigentlich klappen. Ach, Moment mal, Insektenheilkunde, das waren gar nicht 3 von 5. Das waren 3 von 14. Bläfliege, Blutkäfer, Höhlengrille, Honigbestie. Das wird nicht einfach. Ich hab die nur bis jetzt auf dem Fastnachts-Event gesehen. Und Red-Ameise habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Red-Skorpion, ja, da wissen wir auch, wo die sind. Stechflügler auch so ungefähr. Und Zecken waren gerade so viele da. Das hätte man ja jetzt auch schon mal machen können. So viele Fotos machen. Und wenn wir oben anfangen, findet man hier eigentlich irgendwann mal ein Ende? Hat das irgendjemand schon mal geschafft, alle Welt, Social, Kampf, Überleben und Charakteraufgaben zu machen? Ich meine, die wöchentlichen und täglichen, die ändern sich ja immer. Aber vielleicht, wenn das einer mal geschafft hat, dann schafft er vielleicht auch oben die Sachen besser. Ach, ich habe immer überlegt, was ist das hier? Wir haben auch tägliche Aufgaben dafür. Knacke 3 Schlösser. Nicht hier. NW bedeutet Nuklear Winter. Das ist diese Battle Royale-Geschichte. Die müssen wir uns unbedingt auch nochmal anschauen. Insektenkunde, glaube ich. Das könnten wir mal machen. Bogenschießen und Insektenkunde. Da haben wir alles. Aber das mit den Fässern, das haben wir doch schon gemacht. Ja, das ist täglich, steht doch da dran. Müssen wir ja nicht machen.
Boah, das wird ja ewig dauern, das zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob man hier so gut irgendwas abarbeiten kann. Ja, doch, die Hauptquest, Nebenquest, bestimmt täglich ist natürlich nicht und Ereignisse natürlich auch nicht, aber sonst. Möchte ich das hier schon ganz gerne machen. Wir haben noch nicht ein Welt-Challenge-Abzeichen. Das Beste ist dann also 87 Schaden. Können wir da rausholen? Ja. Oh, das hat aber eine schlechte Feuerrate dann. Aber egal. Mehr Schaden. Unser Gewehr bis jetzt, das Jagdgewehr hier, hat 81 Schaden und das 87. Na, das ist doch was. Okay, dann benennen wir das noch um. Aufklärung gehärtet, Jagdgewehr, okay. Umbenennen. Warum kann man das denn nicht in der Liste umbenennen? Auf 4 ist das bei uns. Schnellauswahltaste 4. Ach, wir beschreiben einfach Jagd. Gewehr. Stufe 50. .308er Munition. So, dann. Achso, das machen wir draußen im Pip-Boy. Genau. Favoritisieren. Das Ganze auf 4. Ballistische Faser.
Nee, müssen wir ja nicht haben. Ich dachte, 308er Munition kriegen wir hier vielleicht. Wir haben doch vorhin ein Paket eingepackt. Da muss doch mehr als eine Patrone dabei gewesen sein. Da war genau eine Patrone in der Schachtel noch. Dann stellt euch mal alle hintereinander. Unglaublich. Wie konnten wir das verfehlen? Und jetzt? Na, jetzt stehen wir da, wo wir am Anfang auch standen. Keine Munition. Warum haben wir so wenig Munition dafür? In Helvetia war immer alles da. Auf nach Helvetia. Nein, das kann es ja auch nicht sein. Wir müssen noch mal bessere Waffen finden, endlich. Ja, aber wenn wir immer nur hier im Waldgebiet rumrennen, dann nicht? Ja, aber die anderen Gebiete sind voll scheiße. Ja, dann wohl nicht. Was war das denn jetzt? Ist da jemand an Altersschwäche gestorben? Also die Armbrust, die würde ich schon sehr gerne auch verbessern und dann öfter benutzen. Also ein Zielfernrohr sollte da drauf schauen. Meine Güte. Aus der Hüfte. Ohne Zielen. Die schön leise. Wir brauchen gar keine andere Waffe mehr. Oh ja, wir werden nur noch mit der Armbrust rumlaufen. Armbrust und Machete. Ja, Grognacks Axt ist ja eigentlich ganz gut. Was war das denn jetzt? Ach, da kommen wir nicht durch? Nicht. Gar nicht. Wir müssen nach oben. Hier unten sehen wir einfach zu wenig. Das Schöne an der Armbrust ist, dass wir eine Chance haben, wenigstens unsere Bolzen wiederzubekommen.
Oh, endlich. Noch mehr davon. Und Seife. Und ein Backstein. Nein, den will ich nicht haben. Wir finden hier keine besseren Waffen. Da müssen wir doch irgendwas anderes machen hier. Das ging ja schnell. Er fliegt pfeilgerade, wie ein Pfeil, der Bolzen. Wie viel kann man wohl von diesen Kaulquappenabzeichen machen? Denn ich habe gesehen, da gibt es schöne Sachen, die man kaufen kann dann dafür. Und was habe ich gerade gesagt? Eine Chance, die Bolzen wieder zu bekommen. Da ist ein Bolzen. Ja, aber den bekommen wir nicht wieder. Der hat nichts dabei. Der hat auch keinen Bolzen. Och. Letztens haben wir aber Bolzen wiederbekommen. Na egal, hier ist nichts mehr los. Den Weihnachtsmann haben wir auch nicht getroffen. Also geht's weiter. Zurück zum Camp? Warum eigentlich? Brauchen wir doch gar nicht. Wir sollten mal wirklich jetzt der Aufgabe der Kaulquappen-Geschichte danach gehen. Ein paar Fotos machen und so. Also in der nächsten Folge gucken wir uns das nochmal genau an und nehmen uns eine Aufgabe vor. Das da oben, was wir da machen sollen. Belebe einen Verbündeten wieder, können wir ja im Moment nicht. Tapferkeit, bekämpfe das Ungeziefer in Dollysots. Das möchte ich jetzt nicht. Aber Entwicklung, verdiene dir Welt-Challenge-Abzeichen der Pfadfinder. Ja, das möchte ich. In der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.